What's poppin', Boys and Girls? Ich hoffe, es geht euch gut. Es ist ein völlig anderer Tag als im letzten Video, was man daran erkennt, dass ich ein anderes Oberteil trage. Das versteht auch nur jeder, der das letzte Video gesehen hat. Hallo Leute, und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zu einem Video der etwas anderen Art. Ich glaube, sowas habe ich so noch nie gemacht. Aber ja, ich wollte sowas schon immer mal ausprobieren, Dinge auszuprobieren und dann darüber zu sprechen und sie zu zeigen. Und ich habe das jetzt das erste Mal gemacht, eigentlich aber eher unbewusst, weil ich etwas getan habe und Kevin mich dabei gefilmt hat. Und zwar geht es heute um das Thema Ecstatic Dance. Ja. Ich habe mich in eine möglicherweise für mich und auch viele andere Menschen sehr peinliche Situation gebracht. Also ich war selten so sehr konfrontiert mit der inneren Scham. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht ganz interessant, diese Erfahrungen mit euch zu teilen. Falls ich zwischendurch überbelichtet bin, es tut mir leid, die Sonne ist ein Hurensohn. Ich habe mich auf meiner... Och Mensch, was soll das denn? Ja, ich weiß nicht, ob ihr Ecstatic Dance kennt. Ich habe das erste Mal von Ecstatic Dance gehört vor circa 1,5 Jahren, wo eine Freundin zu mir gesagt hat, dass sie zu einer Ecstatic Dance Session in Berlin geht. Ja, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. Und weil ich sehr gerne Zeit mit dieser Freundin verbringen wollte, habe ich das Ganze gegoogelt und mir durchgelesen. Man stellte sich vor wie eine Party tagsüber, wo alle Menschen sich treffen, um zu tanzen. Aber alle Menschen sind nüchtern. Es ist hell und ja, die Leute sollen sich dann bewegen. Und zwar so, wie ihr Körper es ihnen sagt. Und ja, auf dieser Website waren sehr viele Bilder und Videos von Leuten, die sich sehr merkwürdig für mein Auge bewegt haben. Einfach aus dem Grund, weil wir alle dieses typische Bild im Kopf haben davon, wie man zu tanzen hat. Also es gibt verschiedene Tanzrichtungen. Ja, es gibt Hip-Hop, es gibt, keine Ahnung, Jumpstyle. Ja, Jaco, hey. Wie alt bist du nochmal? Aber letztendlich, wenn wir jetzt mal in so eine reguläre Diskothek reingehen, dann tanzen die Leute alle schon relativ gleich. Entweder wir haben den Two-Step oder wir haben jemanden, der sich ein bisschen mehr traut. Wir haben jemanden, der ein paar Hip-Hop-Elemente oder ein paar, keine Ahnung, Shuffle-Elemente, whatever, mit einbringt. Und haben schon eine sehr genaue Vorstellung davor von, wie Tanz auszusehen hat und wie Tanz cool ist. Weil wir oft nicht nur tanzen, um Spaß zu haben. Also das will ich jetzt nicht jemandem unterstellen, das ist bei jedem unterschiedlich. Aber ich würde sagen, gesellschaftlich gesehen, so ist es bei mir mal gewesen, habe ich besonders getanzt, um Spaß zu haben, aber habe schon darüber nachgedacht, wie ich dabei wirke, außer ich war total voll. Und sogar dann wiederhole ich ja nur die Bewegungseinheiten, die ich mir über die Jahre antrainiert habe, wenn ich irgendwo in einem Club bin. Niemand würde jetzt, keine Ahnung, in einem Hip-Hop-Club wahrscheinlich auf die Idee kommen, da irgendwie ein sehr außergewöhnliches Ausdruckstanzelement in seine Arme einzubauen. Ja, und bei Ecstatic Dance passiert aber genau das. Ich bin dann damals nicht mit meiner Freundin dahin gegangen, weil ich mir sehr sicher war, dass ich eine sehr große innere Blockade habe, was diese Bewegungen angeht, besonders tagsüber im nüchternen Zustand, und habe das Ganze abgesagt. Dann war ich aber auf Ibiza und bin auf ein Festival gegangen, das Rise Up Festival hieß, und es war so ein sehr spirituelles Festival. Also da hast du alles gefunden, von Yoga bis Reiki über Schlag mich tot. Ja, und kaum war ich da, wollte ich zu einer Tabakzeremonie, weil ich mir gedacht habe, keine Ahnung, was das ist, kommt aus Südamerika, andere Kultur, super spannend. Auf jeden Fall sagte meine Freundin aber, dass sie jetzt gleich woanders hingehen würde, und zwar zu so einer Art Tanz. Ecstatic Dance. Ja, Kevin meinte direkt, ich bin raus. Und ich habe gedacht, nein, ich bin jetzt hier unter Menschen, die mit sowas alle kein Problem haben. Genau, und deswegen habe ich beschlossen, in diesem Moment an einer Ecstatic Dance Session teilzunehmen. Wir haben uns dann, also alle Teilnehmerinnen, es waren ausschließlich Frauen, haben sich dann auf so einem kleinen Wiesenstück, so ein bisschen abseits, getroffen. Und es war eine Frau da, die das Ganze geleitet hat. Ich fand es super spannend, weil die Frau, die das angeboten hat, wahrhaftig für mich noch am konventionellsten aussah. Also sie hatte zwar so ein Hippie-Kleid an, ja, aber ansonsten war sie geschminkt, sie war rasiert. Also da waren sehr, sehr viele sehr natürliche Mädchen, so Hippie-Style, sehr viel Dreads, und das fand ich schon mal so ein bisschen beruhigend, weil ich, also
Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich verbinde damit immer sehr viel Toleranz, weil hier kann offenbar jeder sein, wie er möchte. Die Leiterin dieses Kurses hat uns dann gesagt, dass wir einen Ecstatic Dance zu den Elementen machen. Also sie hätte eine Playlist gemacht und die würden die verschiedenen Elemente, also angefangen von ruhigeren Elementen, also Luft und nee, ich glaube, es hat bei Erde angefangen, dann gab es Luft, dann war Wasser, das ist halt schon so ein bisschen mehr und dann zum Schluss Feuer, wo es dann halt sehr energisch wird. Ja, dann haben wir uns alle im Kreis aufgestellt, haben uns an den Händen gefasst und sie hat gesagt, wir sollen die Augen schließen. Ja, dann hat sie gesagt, wir sollen anfangen, leicht zur Musik zu wippen, also überhaupt erstmal in den Groove zu kommen. Und das war für mich absolut in Ordnung. Also ich fand es sogar sehr angenehm, wirklich mal die Augen zu machen, so im Sonnenlicht zu stehen, die Sonne zu spüren, auch so andere Menschen an der Hand zu haben. Das war eine sehr coole Energie. Also es hat mir überraschend gut gefallen und irgendwann sagte sie, dass wir dann halt uns voneinander trennen sollen und gerne ein bisschen energischer werden können. Aber damit meinte sie eher so ein bisschen die Arme zu bewegen oder von einem Bein aufs andere zu gehen. Also ganz wie wir uns fühlen. Ich glaube, da waren wir schon bei Wind. Ja, und das fand ich auch super angenehm. Vor allen Dingen, was ich ganz, ganz toll fand, war, dass ich die Augen zulassen konnte, weil dadurch, es war so ein bisschen wie als Kind. Ich sehe euch nicht, also seht ihr mich nicht. Und deswegen habe ich mich dann auch getraut, mich ein bisschen zu bewegen, habe manchmal so ein bisschen geblinzelt, habe zu meiner Freundin Carolina rübergeguckt und habe gesagt, gesehen, ah, okay, die macht das Gleiche wie ich. Da sieht man ja schon mal, über was man sich schon wieder Gedanken macht, ne? Und dann ging es irgendwann weiter über zu Wasser und die Musik wurde energischer. Da muss ich sagen, hatte ich schon ein bisschen Probleme. Also dann habe ich gemerkt, dass ich immer wieder mal die Augen aufgemacht habe, um zu gucken, was die anderen so zu machen, um wieder nicht aufzufallen. Ich glaube, keine Ahnung, wieso man so ein großes Schamgefühl hat. Geht es nur mir so? Und dann habe ich halt so die Augen aufgemacht und habe gesehen, dass andere Leute viel krasser mit ihrem Körper gerade unterwegs sind, als ich das bin und dass ich mir super krasse Gedanken mache, obwohl ich mich so minimalistisch im Gegensatz zu den anderen bewege. Und da ist mir erstmal bewusst geworden, wie krass ich mich mit anderen vergleiche und warum eigentlich und wieso das jetzt gerade so wichtig ist, was andere denken und warum ich froh bin, dass die anderen die Augen zu haben und nicht sehen, was ich mache. Also da fängt man schon echt an, über sich selbst nachzudenken und auch so ein bisschen betreibt so ein bisschen Ursachenforschung in seinen eigenen Gedanken und ja, das war schon ziemlich interessant, muss ich sagen, ja. Irgendwann ging es dann über zu Feuer. Dann habe ich einfach gedacht, ich lege jetzt richtig los. Und dann hat die auch gesagt, wir können jetzt die Augen öffnen und das war so ein cooler Moment. Ich weiß nicht, ob ich euch das... Ich kann es gar nicht richtig übermitteln. Ich habe die Augen aufgemacht und habe gesehen, dass ich, also ich habe gelächelt, ich habe gelacht, ich war mega gut drauf und ich habe gesehen, dass alle anderen auch am Lachen waren. Und dann gucke ich und sehe, dass total viele Leute um uns rumstehen und uns zugucken. Also es hat sich ein Publikum gebildet und die haben uns zugeguckt. Und das habe ich gar nicht gemerkt, also das habe ich gar nicht gesehen, weil ich so darauf bedacht war, darüber nachzudenken, was die anderen Leute über mich denken können, die in diesem Dunstkreis stehen, von dem ich eigentlich nur weiß. Und dann gucke ich so zur Seite und sehe, dass da so nicht nur Kevin, sondern alle möglichen anderen Leute stehen. Wir haben uns immer extremer und extremer bewegt und haben so richtig miteinander getanzt, sind rumgesprungen, haben geschrien, haben gerufen, haben richtig laut gelacht, haben miteinander interagiert. Und ich habe so richtig gemerkt, dass in mir sowas gerade mega frei wird. Und das war so, so cool. Und das Krasse an der Sache ist, ich habe mir dann ja hinterher die Aufnahmen, die ihr jetzt auch gerade seht, angeguckt. Und da ist mir erstmal aufgefallen, wie sehr ich immer darüber nachdenke, wie ich extrem handle und mich extrem bewege. Und das kann man ja auf alles
alles beziehen, aber ich habe mich gar nicht so extrem bewegt. Also habt ihr jetzt irgendwas gesehen, was ich gemacht habe, was super krass extrem war, so wie andere, die da so mega abgegangen sind? Nein, aber ich habe mich in meinem Körper so gefühlt, als würde ich mich so bewegen wie die. Und da habe ich erstmal gemerkt, wie viel Spielraum ich in allem noch habe, was ich denke, wie krass ich manchmal bin oder wie ich übertreibe in allem, in Sprache, in Bewegung. Und das ich mich einfach noch nicht mal an der Grenze bewege, wo das anderen überhaupt auffallen würde. Also darüber habe ich so viel nachgedacht. Das ist so krass. Ich habe mich wirklich gefühlt, als würde ich so machen und so richtig springen. Und dann gucke ich mir das an und ich springe einfach nur so auf einer Stelle. Und das fand ich irgendwie auf so einer psychologischen Ebene so mega spannend. Das ging dann noch so ein paar Minuten so weiter und irgendwann habe ich auch gemerkt, so, jetzt ist gut und dann waren wir wieder leise und dann haben wir uns wieder an die Arme genommen und dann war das Ganze auch vorbei. Zusammenfassend kann ich sagen, das war einfach nur eine mega coole Erfahrung. Ich kann das jedem ans Herz legen. Ich bin ja immer ganz vorne mit dabei, Team Ängste überwinden. So kleine Sachen wie sowas, seine eigene Scham überwinden und mal so zu gucken, wie man sich in solchen Situationen verhält, die man sonst eigentlich immer meidet, ist super spannend gewesen. Das hat Blockaden gelöst, das hat Gedanken freigesetzt. Ich habe mich danach gefühlt, als könnte ich Berge versetzen. Und das wollte ich euch einfach mal erzählen und schreibt mir gerne mal in die Kommentare eure Meinung. Würdet ihr sowas ausprobieren? Seid ihr da total schmerzfrei? Habt ihr das vielleicht schon mal gemacht und was sind eure Erfahrungen damit? Könnt ihr vielleicht irgendwelche Stellen in Großstädten oder da, wo ihr wohnt, irgendwie empfehlen, Kurse, die richtig cool sind oder andere Sachen, wo ihr Ängste oder Scham überwindet habt, wo ihr sagt, das hat euch mega weitergebracht und das würdet ihr anderen Leuten empfehlen, dann schreibt mir das gerne unten in die Kommentare, sodass auch alle anderen das lesen können. Genau, und ansonsten bedanke ich mich, dass ihr eingeschaltet habt, ihr kleinen Süßigkeiten und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ihr seid klein, ihr seid süß, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Adios, amigos. Peace out. A town.